Oh ja, frag nicht. Ganz ehrlich, meine Eltern. Ja, nein, nein, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Mein Vater will ernsthaft, dass ich jetzt im Sommer irgendwie noch Nachhilfeunterricht nehme. Der hat echt die Macke, ey. Ja, nee, ich finde das auch. Ich finde das auch absolut daneben und ich werde da auch nicht hingehen. Also da kriegen mich keine Zeit. Nein. Was heute Abend? Bei dir oder was? Nee. Oh, der kommt auch. Oh nee, aber eigentlich will ich nicht. Ich kann nicht. Ich habe Hausarrest. Zumindest den sollte ich ein bisschen absitzen. Mann. Ja, ach Mann. Ja, Susi, ich. Okay, ich krieg das irgendwie hin. Ich krieg das irgendwie hin. Da sollte ich aber vielleicht vorher noch ein bisschen was machen zu Hause. Ich mache was im Haushalt, dann sollte das, glaube ich, gehen. Ciao. Okay, dann muss ich ein bisschen was machen, wenn ich heute zur Party will. Hey Papa, du räumst die Küche auf. Nein, lass einfach liegen, okay? Ich bin noch zu Hause, ich kann das doch machen, ja? Wie bitte, was, Selina? Du möchtest mir helfen? Also, da sage ich doch gerne ja. Also, normalerweise kenne ich das gar nicht von dir. Du bist den ganzen Tag in deinem Zimmer und kommst ja auch nicht raus. Und ich weiß, in letzter Zeit gab es ganz schön viel Stress hier bei uns in der Familie. Aber gerne, also wenn du das hier damit gut machen möchtest, bitte, also die Küche gehört dir, Schatz. Ja, ach Papa, überhaupt gar kein Problem. Weißt du, ich habe doch Ferien und dann habe ich doch eh frei und ich würde es einfach machen. Und brauchst du noch, soll ich den Kamillentee machen? Dann mache ich dir einfach gleich einen. Setz dich hin, entspann dich, komm ein bisschen runter, mach dir einen schönen Tag. Wie bitte was? Das würdest du für mich übernehmen? Also, was sage ich denn da? Danke, danke, Schatz. Also, ich warte dann auf dem Sofa, ne? So. Okay, dann mache ich jetzt die Küche fertig. Das ist dann Punkt Nummer 1. Dann gucke ich, was Mama gerade macht. Die wird wahrscheinlich auch irgendwie Wäsche waschen oder so. Mal schauen. Vielleicht klappt es ja. Bist du mit der Küche schon fertig? Nein, aber ich habe ganz tolle Neuigkeiten. Weißt du, was gerade passiert ist? Was denn? Unsere Tochter, ne, kam gerade in die Küche, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, und wollte mir dem Papa helfen. Hast du das schon mal erlebt bei Selina? Und sie Nein. meinte sogar, dass sie mir einen Kamillentee machen will. Nach all dem, was in letzter Zeit bei uns hier passiert ist. Ja, Ich meine, gut. vielleicht ist das wirklich, ne, die erste Richtung in den Hey, richtigen Papa, hier ist dein Kamillentee. Oh, danke, Bitte Schatz. schön. Was Magst du denn? einen Kaffee, Mama? Ja, gerne. Was ist denn los, Selina? Siehst du? Ach, alles gut. Ich habe nur einen tollen Sehr schön, Schatz. Genau das meine ich. Das ist halt der Schritt in die richtige Richtung. Sehr Ne? schön. Also ich Muss sie glaube, nur noch in der Schule besser ja, werden. aber ich glaube, das kriegen wir mit der Nachhilfe in den Sommerferien hin und. Klasse Kamillentee, sage ich dir. Ja, trink Das doch auch bekommt. bitte Ja, aber ordentlich. so trinkt man den So Kamillentee. trinkt man keinen Also, ich Kamillentee. finde, langsam bessert sie sich. Ne? Also, es ist, glaube Ja. ich, doch unsere Tochter. Ne? Meinst du, ich könnte Selina heute mal zum Einkaufen schicken? Wieso nicht? Ich meine, wolltest du dich sowieso nicht mit deinen Ja, Freunden eben. Und ich muss treffen? auch noch was für die Arbeit vorbereiten. Und du weißt ja, ne, das könnte Also, sie. heute wäre doch der. Ne? Also, gerade ist doch der perfekte Zeitpunkt dafür. Ja, ich Ne? meine, Nutz das aus. sie muss ja auch ein bisschen selbstständig Ja, werden, komm, ne? los, frag sie. Ich weiß Ich ja nicht. Ich glaube, langsam wird es was mit Selina. Selina, Schatz? Könntest du mal einkaufen gehen? Wir brauchen noch frische Eier und ein bisschen Gemüse und Brot. Ja, klar, Mama. Du, ich würde auch direkt noch Erdbeeren und frisches Obst mitbringen. Dann backe ich uns heute einen Erdbeerkuchen, weil ich weiß, dass das euer Lieblingskuchen ist. Kommt das gerade von meiner Tochter? Gerne, Selina. Wenn du Freude dran hast, dann kauf alle Zutaten ein und ich kann dir gerne helfen. Wir können auch gemeinsam backen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Unsere Tochter. Puh, ich erkenne sie gar nicht mal wieder, aber es ist schön, dass das so klappt. Da kann ich jetzt meine Wege erledigen und ja, ich glaube, Selina kommt da ganz gut zurecht. Mach ruhig, ist in Ordnung. Und guck mal, Selina hat sogar daran gedacht. Sie weiß, dass ich Weihnachten liebe und sie hat sogar die Weihnachtstassen wieder ausgepackt. Also jetzt weiß ich, dass das meine Tochter ist. Also absolut. Ja, Susi. Susi, ich glaube, es klappt. Die sind total begeistert, sie sind super begeistert. Soll ich? Nein, ich gehe jetzt erst noch einkaufen und dann mache ich noch einen Kuchen und dann sind sie hoffentlich beruhigt und werden nichts vermuten, glaube ich. Soll ich sie danach fragen? Ja, ich frage sie, glaube ich, nachdem ich den Kuchen gemacht habe. Ja, bis dann, ciao. So, okay, Papa, die Küche ist jetzt fertig aufgeräumt und ich gehe jetzt noch fix einkaufen. Und du brauchst überhaupt nichts sagen. Natürlich bringe ich dir deinen Kamillentee mit. Bis später. Ja, alles klar, Selina, Schatz, danke. Natürlich, du kennst mich ja schon. Ich bin so stolz auf sie. Endlich hat sie es mal verstanden. Ich meine, wir sind ja nur so streng, damit sie genau so was machen kann. Und dann geht es jetzt noch diese Sommerferien zur Nachhilfe und dann ist alles geklärt. Oh, ich liebe es. Okay. Es wird klappen, es wird klappen. Ich habe jetzt schon so viel gemacht. Ich habe
eingekauft und die Küche aufgeräumt und vielleicht mal noch. Nein, ich gehe jetzt nach Hause und dann stelle ich meinen Eltern die Frage der Fragen. Ich hoffe, es klappt. Ach, hallo Selina, Schatz. Hast du an alles gedacht und an meinen Kamillentee? Mein allerliebstes Papilein, guck mal. Ich habe sogar 2 Packen Kamillentee mit. Oma hat schon wieder Geburtstag. Das 2. Mal in diesem Jahr. Ich glaube, die hat Facebook noch nicht so ganz verstanden. Papa. Guck, ja, was ist denn, Schatz? Guck mal, Papa, ich habe hier 2-mal Kamillentee für dich mitgebracht. Und hast du toll gemacht. Ja, endlich, oder? Du lernst es. Ich bin echt froh darüber, über deine Entwicklung in den letzten Tagen. Ich meine, also, du verbesserst dich. Ja. Ne? Und du hast es ja verstanden. Ich meine, wir machen das nicht, um dich irgendwie zu ärgern oder so. Und wenn wir das mit der Nachhilfe noch in den Sommerferien hinbekommen, dann glaub es mir, dann haben wir alles hier wieder erledigt. Alles ist dann in Ordnung. Also, Papa, pass ja. auf. Ich habe da so eine ganz kleine Bitte. Die ist auch im Verhältnis zu dem, was ich heute alles gemacht habe, wirklich so klein. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich höre. Also, pass also neues Handy oder so kann ich dir nicht kaufen. Nein, sowas will ich doch. Gut. Nein. Weil ich habe dir erst vor 3 Jahren eins geholt ja, und das nein, sollte jetzt erstmal auf die nächsten 3 Jahre noch reichen. Ich bin total zufrieden mit Gut. meinem Handy. Da bist du überhaupt. Nein, da bist du ganz fein raus. Wenn ja, doch erzähl, ich höre, ich höre. Los. Ich habe noch eine Woche frei. Ja. Und kann ich heute Abend vielleicht zur Party gehen? Party. Madame, du hast noch Hausarrest, das weißt du. Aber ich... Keine Party, nein, jetzt weiß ich auch, warum du das machst. Du machst das genau aus diesem Grund und nicht, weil du es machst, weil ich dir gesagt habe. Sondern du willst zu dieser Party. Kommt nicht in Frage, absolut nicht. Mann, aber ich hab nur so viel gemacht. Du hast so viel gemacht, du hast die Küche aufgeräumt. Du darfst das ist, also wenn das deine Absicht ist, wenn das die Absicht dahinter ist, dann kommt das nicht in Frage, Selina. Mann, dann mach dir da blöden Kamillentee doch selber, ich darf hier gar nichts in diesem nicht Haus. Nicht in diesem Ton. Oh, ganz ehrlich, dann muss man sich seinen blöden Kamillentee selber machen. Nein, was ist das? Ich verbrenne den blöden Kamillentee. Ich darf überhaupt nichts. Warum bin ich denn hier eingesperrt? Das sind Sommerferien, alle dürfen irgendwo raus. Und ich hänge jetzt hier zu Hause, hab meine Couch und darf meine Eltern bewirten, ey. Hi, ich bin schon wieder da. Was ist denn los? Wo ist denn die gute Stimmung hin? Ja, die gute Stimmung ist weg, das sage ich dir. Aber sowas von. Was ist denn los? Es war doch alles gut. Ja, es war alles gut. Kann ich dir mal sagen, warum Selina heute die Küche aufgeräumt hat und all das gemacht hat, was sie heute getan hat? Nicht, um uns zu zeigen, dass sie sich gebessert hat. Sie möchte heute Abend auf eine Party. Genau aus diesem Grund hat sie das gemacht. Kannst ja. du das glauben? Ja, Selina ist ja jetzt auch in dem Alter. Ich meine, sie hat ja... Sie ist in diesem Alter. Nein, das ist mein kleines Mädchen. Sie geht auf keine Party. Und das kläre ich jetzt mit ihr. Was ist das denn überhaupt für eine Party? Und red bitte unten. Sieh mich nicht! Ich weiß schon, wer das ist. Was? Nein, du kriegst deinen blöden Kamillentee nicht. Der bleibt jetzt so lange bei mir, bis ich zu dieser Party gehen kann. Selina, ich komme jetzt hier einfach rein. Also, weißt du was? Das, was du hier heute gemacht hast, das kommt absolut nicht in Frage, dass du auf eine Party gehst. Nein, das hättest du mit mir vorher ganz anders klären müssen. Aber hier die Küche aufräumen und mir zeigen, dass du dich eigentlich gebessert hast, um nur auf eine Party zu gehen, kommt nicht in Frage, nicht in diesem Haus. Und dein Hausarrest können wir ja um ein paar Tage verlängern, oder? Papa, ganz ehrlich, geh einfach raus, lass mich in Ruhe, ich kann dich nicht mehr sehen. Musst du immer so streng zu unserer Tochter sein? Tja. Wie wir überhaupt miteinander reden, das ist nicht gut. Ja, also da merkt man schon, dass sie meine Tochter ist. Also das merkst du schon, oder? Ja, nein, also solange sie hier in diesem Haus ist, herrschen meine Regeln. Ganz einfache Kiste ist das. Ja, aber vielleicht bist du manchmal etwas zu streng. Nein. Ich meine, Selina strengt sich ja an, aber wenn wir ihr alles verbieten, dann ist das auch nicht so gut. Nee, nein. Es geht heute nicht auf die Party. Das ist... Reicht. Ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache. Das wird richtig eskalieren heute. Ja, hi Susi. Nee, das wird heute nichts bei mir. Nein, wir sind komplett eskaliert und Papa hat schon wieder so getan, als würde die Welt untergehen. Was? Meinst du, soll mich rausschleichen? Boah. So spät noch, aber kannst du mich dann bitte wenigstens abholen, weil ich habe dann keine Lust, da so geheim durch die Gegend zu... Okay. Ja, dann muss ich warten, bis Mama und Papa schlafen, dann schleiche ich mich raus, okay? Ich versuch's, ich kann's nur versuchen. Okay, bis dann, ciao. Oh
Boah, ich bin echt müde. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ja, mach das. Du solltest auch ins Bett gehen. Ja, ich schaue mir das noch kurz zu Ende an und dann komme ich später nach. Aber schlaf nicht wieder auf der Couch ein, ja? Ja, ich hoffe es. Bis dann. Echt ein langer Tag. Was ist da wieder passiert? Geschafft. Was war das? Selina? War das Selina? Oder wer?